Wir hatten dann ja in einem Überraschungskuh geradezu. Innerhalb einer Woche wurde das Parteiengesetz geändert, insbesondere das Gesetz zur Änderung der Parteienfinanzierung. Eine Woche lang aus dem Nichts heraus, an einem Punkt vor einer Woche ungefähr, hat die Bundesregierung SPD, CDU, CSU vorgeschlagen, den Parteien doch mal eben die Parteifinanzierung, die Töpfe, die sogenannte Obergrenze, um ungefähr 30 Millionen zu erhöhen. Das entspricht über 20%. Und man hat entgegen jedem Usus eine Woche zwischen erster und zweiter und dritter Lesung veranschlagt. Das ist ein Witz. Das heißt, im Ausschuss wurde so gut wie nicht darüber beraten. Das wurde dann am Tag des Beginns der Fußball-Weltmeisterschaft beschlossen. Und trotz vehementer Gegenwehr von uns, in dem Fall aber auch von anderen Oppositionsparteien, ging dieses Gesetz mit Mehrheit durch. Es ist übrigens so formuliert, das ist mir schon auch wichtig zu betonen, dass die AfD in keiner Weise davon profitieren wird. Es ist also schon so formuliert, dass hier nur die Altparteien, die diese Obergrenze tatsächlich schon erreichen, direkt profitieren. Das ist auch kein Zufall, dass es so formuliert ist. Und es ist natürlich trotzdem durchgegangen. Trotzdem gab es ein paar gute Reden auch von der Opposition, die aber dann immer wieder gemeint haben, an dieser Stelle, wo es überhaupt nicht nötig war, auch noch auf die AfD einzudreschen. Das ist einfach Volkssport, macht man immer wieder gerne, auch wenn es überhaupt nicht passt, so wie in diesem Punkt. Und in dem Kontext gab es dann auch noch interessante Redebeiträge. Es wurde gesagt, nicht von uns, sondern in dem Fall, glaube ich, von einem FDP-Kollegen. Ja, es sei ja ein offenes Geheimnis, dass die SPD dieser Änderung des Parteiengesetzes zustimmt, weil sie pleite sei nach den entsprechenden Wahlniederlagen und deshalb einfach mehr Geld brauche. Ja, und so ging dieses superschnelle Verfahren durch. Gestern Freitagnachmittag waren wir durch. Und so gibt es jetzt ein neues Parteiengesetz und noch mehr Geld für die Parteien. Und in dem Kontext kam dann auch ein Antrag von uns rein, der die Parteienfinanzierung durchaus auch betrifft. Auch wenn das nicht zugegeben wird. Das ist das Gesetz zur Stiftungsfinanzierung. Eigentlich muss ich mich direkt korrigieren, denn es gibt kein Gesetz zur Stiftungsfinanzierung, es gibt keine Rechtslage, es gibt nur eine Grauzone. Das ist eine faszinierende Story, gäbe auch ein Video für sich her. Aber in Kurzform, wir haben beantragt, endlich ein Parteistiftungsgesetz zu machen. Und ich sage gleich vorweg, die AfD wird, wenn es denn so bleibt, mit dieser unglaublich üppigen Finanzierung der Stiftungen zunächst mal eine Abschmelzung dieser Stiftungsgelder fordern. Wir reden von 600 Millionen Euro im Jahr. Wir haben bereits gefordert und werden das noch radikaler tun, ganz massiv zu kürzen hier. Das haben wir sowohl auf Plenumsebene, Bundestagsebene gemacht, als auch im Haushaltsausschuss in Form von Änderungsanträgen. Natürlich alles abgelehnt worden. Wir wollen zum Beispiel den Stiftungen sämtliche Auslandsaktivitäten streichen, denn das ist natürlich versteckte Außenpolitik, verdeckte Außenpolitik. Und es gibt keinen Bildungsauftrag im Ausland für Deutsche. Und das ist der einzig verfassungsrechtliche Grund, warum es Stiftungen geben darf. Das heißt, an dieser Stelle bereits haben wir vor zu kürzen. Das ist natürlich alles abgelehnt worden. Und wenn es das denn gibt, also wenn es dann verkleinerte Stiftungstöpfe gibt, ganz massiv, wir reden also von locker mal 70% Reduktion, ausgehend von 600 Millionen, dann wären wir durchaus auch interessiert, zur Herstellung der Waffengleichheit eine parteinahe Stiftung zu haben. Die haben wir aber noch nicht, das ist alles noch Zukunftsmusik. Das ist aber nicht der Punkt hier. Also wir stellen uns hier nicht heuchelnd hin und sagen, wir lehnen das ab und machen es dann am Ende trotzdem. Wir lehnen es nur, wir wollen es verschlankt sehen und zwar ganz massiv verschlankt, denn es ist eine indirekte Parteienfinanzierung. Das weiß jeder, der in die Parteien an Stiftung Konrad-Adenauer-Stiftung, Hans-Seidel-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung die Naumann-Stiftung der SPD reinschaut. Die Ebert-Stiftung der SPD reinschaut. Das weiß jeder, dass die natürlich letzten Endes verdeckte Parteienfinanzierung machen, auch versteckte Außenpolitik. Das ist alles vom Verfassungsrecht nicht gedeckt und es ist auch von keinem Stiftungsrecht gedeckt. Darum unser Antrag auf ein Stiftungsgesetz. Und man beruft sich dann wortreich bei den Koalitionsfraktionen, auch bei den Oppositionsfraktionen außer AfD, auf eine sogenannte gemeinsame Erklärung der Stiftungen von 1998. Das ist eine rein privatrechtliche Vereinbarung, die keine Gesetzeskraft hat. Es ist letzten Endes eine Kungelrunde, im Zuge derer die Stiftungen jedes Jahr mit dem Bundesinnenministerium und dem Haushaltsausschuss ihre Gelder aushandeln.
Unter Umgehung des Initiativrechts, das die Bundesregierung hat für Haushaltspositionen, wird hier jedes Jahr eine Kungelrunde, man muss es wirklich als Abendessen sehen, wo sämtliche 6 Stiftungsvertreter, die ich gerade aufgezählt habe, von diesen 6 altparteiennahe Stiftungen drin sitzen und zusätzlich die Berichterstatter des Haushaltsausschusses sich auf eine Zahl und auch auf eine Aufteilung einigen, wie zumindest mal die Gelder des Bundesinnenministeriums, aber eigentlich auch die von anderen Ministerien auf die Stiftung verteilt werden. Wir haben das dann mal hinterfragt, und wir müssen es ja wissen als Mitglieder des Haushaltsausschusses und ich als Vorsitzender des Haushaltsausschusses, ich müsste es ja wissen, ob und wann diese Kungelrunde stattgefunden hat. Sie lief aber für den gesamten Haushalt 2018 an uns vorbei. Auch unser Berichterstatter, der dafür zuständig war, hat nicht teilgenommen an einer solchen Kungelrunde. Da lege ich also schon einen gewissen Wert darauf für die AfD, dass wir nicht mitgemacht haben bei dieser Kungelrunde. Und ja, das heißt, und das ist unabhängig von einer AfD-Stiftung. Unser Berichterstatter hätte in jedem Fall eingeladen werden müssen, denn er war nun mal Berichterstatter für diesen Haushalt des Innenministeriums mit den Zuschüssen der Stiftungen und er wurde nicht eingeladen. Wir klären diesen Fall gerade auf, denn so richtig klar ist mir nicht, wie diese Zahl im aktuell vorliegenden Haushaltsentwurf 2018 eigentlich zustande kam. Das Bundesinnenministerium hat uns schriftlich mitgeteilt, dass es auf Basis dieser jährlichen Absprache stattgefunden hat. Und es ist mir bis heute nicht gelungen, Datum und Inhalt und oder auch gar ein Protokoll dieser Sitzung oder dieses Abendessens zu bekommen. Herr Lindner hat dann gemeint, Zwischenruf im Bundestag, ja, das sei doch ständige Staatspraxis, dass Stiftungen in dieser Form finanziert werden. Nun, das mag ja ständige Staatspraxis sein und vielleicht ist das sogar ein Justizbegriff. Und Herr Lindner ist ja Jurist. Aber Entschuldigung, das ist kein übliches Vorgehen bei der Haushaltsaufstellung. Es gibt so gut wie keine mir bekannte Position im Haushalt, und wir reden von hunderttausenden Positionen, die in dieser Form aufgestellt wird, eben nicht über das Initiativrecht der Bundesregierung, sondern über die Stiftungen, privatwirtschaftlichen Stiftungen in Kungelrunden zuerst. Und das Bundesinnenministerium, wir haben das schriftlich, übernimmt diese Position 1:1 unhinterfragt und es kommt dann ins Haushaltsgesetz. Das ist die Art, wie Stiftungsfinanzierung betrieben wird im Deutschland des Jahres 2018, ebenso wie im Deutschland des Jahres 2008, ebenso wie 1998. Es läuft seit Jahrzehnten so in Kungelrunden. Unfassbar. Und seit Jahrzehnten wird ein Stiftungsgesetz angemahnt. Es kommt nicht. Die anderen Parteien haben sogar konzidiert, ja, das müssten wir jetzt mal machen. Wo waren die Herrschaften 50 Jahre lang, als es kein Parteifinanzierungsgesetz gab? Und auch unser Antrag wurde absehbar abgelehnt. Das war es gestern im Bundestag, Freitag im Mitte Juni. Ja, bleiben Sie uns gewogen. Das ist die Situation. Es wird immer kafkaesker, es wird immer grotesker, es wird immer heuchlerischer. Und die bösen Nazis sind wir, die wir einfach nur die Wahrheit reden. Aber wer die Wahrheit redet, braucht ein schnelles Pferd. Und ja, es bleibt uns nichts übrig, als dieser Linie treu zu bleiben. Die persönlichen oder auch die politischen Hetze in Kauf nehmend, bleiben Sie uns darum gewogen, denn die Staatsinstitutionen tun es nicht.